Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe die Knaller-Information. Ist zwar nur eine Spekulation, aber EA hat geschrieben, dass Mitte, Ende August das meist gewünschte Feature der Fans ins Spiel finden soll. Und man munkelt, also mit einem Event sogar, also Mitte, Ende August soll es ein neues Event geben. Wer das Event in Season 1 verpasst hat, das war die legendäre Jagd, da gab es ein paar neue Skins für Waffen und so, die man freischalten konnte, mit Herausforderungen gekoppelt, der Elite-Modus war im Spiel und mit diesem Event jetzt Mitte August wahrscheinlich soll auch das neue Feature kommen. Das hat EA so geschrieben, sie haben allerdings nicht geschrieben, was kommt. Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen oder spätestens 14 Tagen und beziehungsweise 2 Wochen dann genaueres wissen, denn dann sollte das Event ungefähr starten, aber wenn man schreibt, das meist gewünschte Feature der Fans in Apex Legends kann es wahrscheinlich nur der Solo-Modus sein. Den Duo-Modus glaube ich jetzt eher weniger, weil es oft so ist, dass meistens irgendwelche Leute alleine rumheizen wollen. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Spekulationen sein könnten oder euer meist gefordertes Feature. Als zweites munkelt man, wenn es nicht der Solo-Modus ist, dass es eventuell Titanen ins Spiel finden. Titanen, wer das nicht weiß, Apex Legends stammt aus dem Titanfall-Universum und da befeiten sich die Leute alle mit so einem riesen Kampfroboter. Könnte es vielleicht so sein, dass die letzten paar Squads vielleicht so ein Titan bekommen und sich bis in den Win fighten? Das könnte eventuell so sein. Oder ein PvE-Modus als dritte Spekulation. Ich brauche in einem reinen Battle Royale keinen PvE-Modus. Es gibt nämlich in den Quellcodes, haben irgendwelche Leute, die sich da immer so ein bisschen in den Quellcodes rumforschen, haben einen Code gefunden, der nennt sich Hunt the Beast, also jage das Biest oder jage das Monster, wie auch immer. Könnte es zum Beispiel so sein, dass man mit mehreren Squads vielleicht einen Leviathan oder einen Drachen oder irgend so ein Vieh platt machen muss oder so ein Prowler, von dem ich schon mal berichtet habe. Das sind so eine tigerartigen Wesen, die eventuell ins Spiel irgendwann finden. Werden wir sehen. Also von allen drei Spekulationen gehe ich aber eher von dem Solo-Modus aus. Was jetzt auch noch nicht geschrieben wurde, weil es heißt ja, dass das neue Feature mit dem neuen Event kommt. Ob es dann dauerhaft drin bleibt, das neue Feature, oder ob das erstmal nur auf die Dauer des neuen Events so sein wird. Genaueres werden wir bald feststellen. Ich hoffe und ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, das erste Event in Season 1, das ist auch, welchen Monat weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das war, aber es fing auch Mitte des Monats an, ging dann 2 Wochen und ich denke mal, dass wir wirklich in 14 Tagen genaueres wissen. Vielleicht kriegen wir in den nächsten Tagen schon neue Informationen darüber. Halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Also lasst bitte diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr neue Informationen von Apex Legends nicht verpassen wollt, seid ihr bei mir richtig. Lasst also ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Oder Livestreams gibt es übrigens heute Nachmittag wieder einen. Ansonsten würde ich mich wirklich über viele Kommentare freuen, was ihr euch vielleicht für ein neues Feature in Apex Legends wünscht oder was ihr spekuliert, was es dann in 14 Tagen oder in 21 Tagen sein könnte. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.